Theoretisch tot. Unser Cliffhanger war das letzte Mal nämlich, dass uns so eine gelbe Wolke beziehungsweise etwas, was da rauskam, einfach mal so genietet hat. Ja, das war gelber Nebel. Und in diesem Mysterium bleibt ihr auch noch ein bisschen. Oh no. Doch. Denn wir befassen uns erstmal mit unseren beiden Neuankömmlingen. So viel Druck gleich am Anfang. Voila, ich habe den Ton leise gehabt. Euch hat es ebenfalls nach Waldenholz verschlagen, jeweils mit der Info, eine bestimmte Professorin aufzusuchen, die als Expertin für Okkultes und allerhand drumherum gilt. Kannst du dein Mikro runterschieben? Es ist kurz nach Einbruch der Dunkelheit. Der Wirt hat euch mehr oder weniger freundlich direkt zu dem Anwesen weiter empfohlen, weil scheinbar hat man hier die Angewohnheit, ab einer bestimmten Uhrzeit niemandem mehr die Tür aufzumachen. Weswegen ihr euch auf das Anwesen zubewegt. Der eine kommt quasi links die Straße entlang, die andere rechts. Und dann dürft ihr erstmal sagen, was der andere sieht. Sekunde. Bei mir siehst du eine sehr, sehr große Person, einen ca. 2,26 Meter großen Person mit Fell am Körper. Ich weiß nicht, ob der gerade schon mal Fellberg gesehen hat. 2,26 Meter, relativ gut Körper gebaut, mit einer sehr, sehr schlichten Stoffhose. Und einem kleinen Mantel mit grünen Saum an den Enden von seinem Shirt und seiner Hose. Einem großen Stab, der kleine Spinnweben drin hat. Sekunde. So, weiter geht's. Etwas dunkelbraunen Haaren. Das Fell ein bisschen heller als die Haare. Und er schlendert sehr, sehr gelassen und gemütlich über den Weg. Ja, das siehst du bei mir. Ihm entgegenkommt. Lucy, du bist gemutet, falls du es nicht mitkriegst. entgegenkommt eine hochgewachsene, schwarzhaarige Dame in Rot, die sich genervt umguckt und wirklich nur noch denkt, was mache ich hier nochmal in der verdammten Dunkelheit? Ich würde dir dann, wenn du so genervt dich umguckst, Entschuldigung, kann man ihnen irgendwie helfen? Sie scheinen sehr gestresst zu sein. Ja, ich wollte eigentlich im Gasthaus einkehren, aber der wollte mir nicht das Tür aufmachen. Jetzt muss ich hier zu einer Professorin gehen, die ich eigentlich erst morgen treffen wollte. Naja, zufälligerweise ist mir genau das Gleiche. Ich bin vor nicht langer Zeit hier angekommen und wurde ebenfalls abgewiesen in der Tür und bin auch auf dem Weg zu ihr gerade. Aber es ist doch nichts, weswegen man so gestresst und genervt sein muss. Doch! Sie ist jetzt eine Möglichkeit, sie schon etwas früher zu treffen. Na, das gehört sich aber nicht unbedingt in Nacht schlafen, bei Dunkelheit bei fremden Leuten an die Türe zu klopfen. Ach, diesen bestimmten Herren haben bestimmt guten Unterschlupf für uns. Ansonsten hätte uns der Tavernenwirt nicht direkt zu ihr geführt. Ja, hoffe ich. Ja, ihr seht in einiger Entfernung auch schon das angesprochene Anwesen. Es ist definitiv mit das größte Gebäude hier im Ort. Und ja, wer auch immer dieses Gebäude besitzt, hat Geld. Ihr seht auch noch, im Erdgeschoss brennen einige Lichter. Also sie scheinen noch nicht alle zu Bett zu sein.
Also Licht ist noch an, Wachschein scheinen noch einige zu sein. Dann können wir ja wenigstens mit einem warmen Fang rechnen. Hoffe ich zumindest. Na dann. Ihr nähert euch der Tür und ihr seht eine Kordel neben der Tür und den typischen Türklopfer. Ich nutze den Türklopfer und klopfe an die Tür an. Es dauert einige Momente. Drin hört ihr zwei, drei Dinge umfallen. Die Tür wird hastig aufgemacht und ein junger Halbelf öffnet euch die Tür. Er wirkt deutlich etwas gestresst und leicht panisch. Guten Abend, was machen Sie schnell oder kommen Sie rein, ich brauche Hilfe. Ja, gut. Natürlich, aber beruhig dich erst mal, was ist überhaupt los? Genau. Kommen Sie einfach und er zieht euch, schiebt euch quasi den Eingangsbereich entlang, in etwas tiefer in das Haus und in einen Nebengang, wo scheinbar mehrere Zimmer sind. Und aus diesen Zimmern hört ihr Schmerzensschreie. Ach du liebe Güte. Da sollte man sich auf jeden Fall drum kümmern. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Sie haben sich vor vielleicht einer halben Stunde zu Bett begeben und plötzlich fingen sie an zu schreien. Dann sollten wir mal lieber nachsehen. Ja, das wäre sehr gut. Ich würde reingehen und nachgucken, was da los ist. Welches von den Zimmern? Du hast drei zur Auswahl. Das, was am nächsten drin ist? Du siehst, beziehungsweise wie haben wir Alassi in seinem Zimmer verlassen? Alassi hat sich eigentlich auf den Bettrand gesetzt und dann seine Ruhephase begonnen. Dann darfst du den beiden auch noch beschreiben, was sie sehen. Alassi ist kriegsgeschmiedet, aus Stahl, Messing und Holz, trägt eine ärmellose Jacke, und wie gesagt, sitzt einfach auf dem Bettrand. Bewegungslos, muss jetzt der Spielleiter sagen. Ja, du bist weiterhin bewegungslos und ihr hört ein dumpfes, ja, einen dumpfen Schmerzensschrei gepaart wie mit einer, quasi mit Maschinenkreichen, wie Zahnräder, die plötzlich blockieren und sich parallel aber versuchen weiter zu bewegen. Abgesehen von diesem sehr ominösen Event, dass sie alle hier schreien, habe ich noch nie so eine Kreatur gesehen. Ich habe darüber, glaube ich, mal gelesen. In einem Buch. Aber gesehen habe ich noch keins. Ich kenne mich mit allen möglichen von Tieren aus, aber sowas ist nicht gerade mein Fachgebiet. Ich meine, ich kann mal was versuchen, aber ich weiß nicht, ob es helfen wird. Und ich würde dann einfach mal zu dieser Struktur aus Holz, Metall hingehen, ja, an dem Bett dran sitzt und einmal Q-Runes casten und gucken, ob das irgendwas hilft. Du sprichst deinen Zauber. Du merkst, dass er tendenziell wirken würde, hätte dieser metallholzene Körper irgendwelche Schäden, die er aber nicht, scheinbar nicht hat. Gut, dann werde ich mal was anderes versuchen. Nutze meine Firbolt Magic, die ich einmal pro Shot oder Longest habe, und cast mal die Tech Magic und schaue, ob ich irgendwas sehe. Du siehst in dem Raum leichte Magie, scheinbar Illusion. Nicht mehr ganz so aktiv, aber an ihm selbst nichts.
Was auch immer es ist außerhalb von meinem Wissensbereich. Ich fürchte, da schließe ich mich an. Ich würde mich zu dem kleinen Halbelfenjungen drehen. Hattet ihr sowas hier schon mal in eurem Haus oder ist es das erste Mal? Das ist das erste Mal. Hatte er Begleiter? Ja, sie sind in den anderen beiden Räumen und ihr hört eben noch zwei weibliche Stimmen. Vielleicht sollte man sie fragen, vielleicht wissen sie was, was ihm fehlt. Sie sind in einem ähnlichen Zustand und ich habe versucht, sie wach zu schütteln. Und ihr seht gerade, er hat in der Nähe einen Eimer kalten Wassers stehen. Auch schon Wasser versucht mit Wasser? Das wollte ich gerade, als sie geklopft haben. Ah, okay, probieren wir es mal. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Schnappt sich den Eimer mit Wasser. Mhm. Und geht Zimmer. Wieder. Welches Zimmer? Das ging daneben. Mhm. Ja, wie liegt Nissa im Bett? Also das Zimmer selbst ist sehr creepy, weil es gibt überall sehr viele abgeschlagene, leicht kaputte Puppenköpfe. Schaltet mal das Licht an. Das ist schon an. Ist schon an. Geht hin und schüttet mal das Wasser über der Person aus. Mhm. Also erstmal, die Person ist... ja, eigentlich vernünftig zugedeckt. Ob sie sich windet, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Und man sieht definitiv einen Dagger unterm Kopfkissen rausgucken. Mhm. Ja, du darfst mir, Nissa, einen Con-Save geben. Ja, nee, den schaue ich nicht. Ja. Du schrägst auf. Aber so richtig nicht. Und du hast immer noch das Gefühl, als würde das Blut aus deiner Kehle rinnen. Mit der einen Hand greife ich an meine Kehle, mit der anderen an den Decker unterm Kissen und ziehe den raus. Und halte ihn in die Richtung, in die das Wasser kam. Und nach einigen Momenten merkst du, oh, okay. Ich bin in diesem creepy Zimmer. Nicht in der Stadt, nicht in irgendeinem komischen gelben Nebel. Was ist hier passiert? Erstmal. Ich halte meinen Dagger auf die beiden unbekannten Personen. Und du hörst eben Nenea und Alassi schreien. Erstmal beruhigen. Ernst? Ja, keine Ahnung, was du durchgemacht hast. Und wir werden es versuchen, so gut wie möglich zu helfen. Genau. Allerdings hast du auch irgendwie komisch geschrien, deswegen, und man hatte dich nicht wach bekommen. Junge, und ich will mich zu Owen drehen, das Wasser scheint funktioniert zu haben. Mhm. Würdest du noch zwei Eimer vorbereiten? Ja, er läuft weg. Ich steck den Dolch wieder weg. würde mich dann aus dem Bett würde dann halt aus dem Bett aufstehen. Dann auf meine Hand gucken, die ich halt an der Kehle hatte. Ist da Blut dran? Nein. So einen lebhaften Traum hatte ich auch noch nicht. Also, Nissa braucht ein bisschen, um sich zu...